Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin heute ein bisschen aufgeregt und deswegen brauche ich erstmal eine Schokolade für die Nerven zur Beruhigung. Nee, Fastenzeit. Dieses Jahr gibt es nichts Süßes. Schade. Aber sie hält ja bis Ostern. Susanne, ich schätze, wann du vorkommst, sonst hilft es dich. Du sprichst sehr leise. Danke. Ich möchte euch ein Gedicht von Kerstin Grünewald vorlesen. Zwischen Karneval und Osterfreude sind 40 Tage Fastenzeit. Da jeder Mensch trägt Schuld und Lasten, wird ihm nun nahegelegt zu fasten. Und außerdem soll ganz bescheiden, wer Mist gebaut hat, Reue zeigen. Gar schwierig ist die Christenpflicht, sich zu üben im Verzicht, einen geeigneten Vorsatz zu finden und sich daran auch wochenlang zu binden. Es gibt gar viele Möglichkeiten, die man versuchen kann zu meiden. Der Leber täte sicher wohl keinen Tropfen Alkohol. Doch sinnlos ist's, wenn man bestimmt auch sonst ihn selten zu sich nimmt. Beliebt ist auch noch beim Entbehren bloß nichts Süßes zu verzehren. Wenn dabei noch ins Auge sticht, das wäre günstig fürs Gewicht. Doch darin Buße zu erkennen, ich würde das dann doch eher Diät nennen. Ein anderer könnte sich zugestehen, die nächste Zeit nicht fernzusehen. Doch wenn er dafür ganz gewitzt stundenlang am Computer sitzt, frage ich mich, ob das gewiss im Sinne des Erfinders ist. Auch denke ich mir, welchen Sinn hat das Fasten, wenn man danach wieder aufnimmt seine Lasten. Sicherlich mag des Fastens Pein uns lehren, wieder dankbarer zu sein. Aber kann es uns nicht noch viel mehr heilen, das, was wir haben, mit anderen zu teilen? Vielleicht will ja die Fastenzeit Gelegenheit schenken, unser ganzes Leben neu zu überdenken. Doch wie kann das alles funktionieren? Vielleicht hilft es ja dazu, die Bibel zu studieren. Bei Joel las ich ganz gebannt: Zerreißt das Herz, nicht das Gewand. Ich sehe, dass, was da auch noch steht, ja gar nicht nur ums Fasten geht. Da lädt Gott ein, dass wir es wagen, zu ihm zu kommen, mit Weinen und Klagen, damit wir vertrauensvoll vor ihn bringen, unser Tun, unser Scheitern, unser Kämpfen und Ringen. Vielleicht ist es ja das, was der Fastenzeit ihren tieferen Sinn verleiht. Was wäre es sonst, wenn Christus dann zu Ostern uns erinnert daran, dass er überwunden hat Tod und Leiden und nun bei uns bleibt für alle Zeiten. Wenn er fragen würde, was habt ihr unternommen, um mir in der Fastenzeit näher zu kommen, dieses Wunder immer mehr zu begreifen, sich einzulassen, zu wachsen, zu reifen. Und ich würde nur sagen, ich hielt es für angemessen, 40 Tage lang keine Schokolade zu essen. Das klingt einleuchtend, wenn man sich das vorstellt. Das wäre schon. Da muss man sich schämen, glaube ich, wenn man nur auf Schokolade verzichtet hat. Schauen wir uns mal die Situation an, in der es in der Lage vom Propheten Joel geht. Wir befinden uns in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus. Politisch sind gerade die Babylonier dabei, die Herrschaft im Orient zu übernehmen. Die Israeliten sind Gottes auserwähltes Volk, das er sehr liebt, sozusagen sein Ein und Alles. Und wie danken sie es ihm? Sie rennen vor ihm weg, sie treten alles, wirklich alles mit Füßen, was Gott wichtig ist. Und von einem Glauben an Gott ist kaum mehr was übrig.
würde einen wirklich nicht wundern, wenn ihm der Kragen platzen würde und es eine zweite Sintflut gäbe. Dazu kam noch eine gewaltige Heuschreckenplage, die wirklich das ganze Land verwüstete. Die Heuschrecken fraßen nicht nur Gras, Laub, Blätter und Obst. Nein, sie fraßen auch junge Äste und die Rinde von den Bäumen. Danach wanderten sie in die Stadt und fraßen alles, was man fressen kann. Heu, Stroh, Leinen- und Wollkleidung und sogar die ledernen Wasserflaschen. Es blieb wirklich nichts übrig und die Grundlage für das Leben der Israeliten war wirklich zerstört. Joel deutete diese Plage als Strafe Gottes und erklärte seinem Volk, dass dies ein Zeichen, eine ernste Warnung sei und Gott von ihnen eine Entscheidung für oder gegen ihn forderte. Joel wusste aber auch, dass Gott selbst von der Plage getroffen war, denn Gott fühlte sich den Israeliten auch im Leid verbunden. Er litt mit ihnen, er wollte sein Volk zurückgewinnen. Sie sollten endlich aufwachen und ihn wieder wahrnehmen. Ihn, der nichts anderes wollte, als ihr Vertrauen und ihren Gehorsam ihm gegenüber. Er wollte aber keine Buße für einzelne Sünden. Er wollte die Umkehr des ganzen Menschen und des ganzen Volkes. Egal, ob alt oder jung. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, steht da geschrieben. Zur Zeit des Alten Testaments war das Zerreißen der Kleider das gängige Zeichen von Trauer, Betroffenheit und Umkehr. Zu der Zeit konnte man sich nicht mal für ein paar Euro neue Kleidung kaufen. Und nackte Haut bedeutete eine echte Schande. Wenn also jemand seine Kleider zerriss, war das damals ein sehr deutliches Zeichen von Betroffenheit und Buße und reichte Gott, um zu verzeihen. In diesem Fall jedoch hätte das nicht gereicht. Hätten die Israeliten ihre Kleider zerrissen, wäre dies nur ein äußeres Zeichen gewesen, das nicht ihrer Herzenshaltung entsprochen hätte. Das war Joel klar. Deshalb forderte er, zerreißt eure Herzen. Er fordert sein Volk auf, radikal Buße zu tun, zu fasten, zu weinen, zu klagen, umzukehren und in Gottes Arme zu rennen und ihren Herrn und Gott daran zu erinnern, was er versprochen hatte. Denn noch war es nicht zu spät. Noch gab Gott ihnen eine Chance. Für uns hören sich die Worte des Propheten Joels wie etwas aus längst vergangenen Zeiten an. Denn bei uns, für uns, ist alles anders. Wir haben ja Jesus. Wir brauchen keine Angst vor Gottes Gericht zu haben. Wir können uns darauf berufen, dass Jesus Christus die Strafen auf sich genommen hat, die wir in Gottes Gericht vielleicht verdient hätten. Und wenn wir uns anschauen, wie es gerade auf der Welt zugeht, oder wie es unserer Welt, die Gott geschaffen hat, geht, käme da allerhand zusammen. Wir müssen also auch aufpassen, wir dürfen es uns auch nicht zu leicht machen. Nicht, dass wir die Buße und den Empfang der Vergebung zu einem ähnlich äußerlichen Ritual verkommen lassen, wie manche das Zerreißen der Kleider damals. Dass wir uns dabei nicht bewusst machen, dass es hier tatsächlich jedes Mal um diese Rettung geht und wir völlig vergessen, was es Christus gekostet hat, dass wir heute Abend wieder hören dürfen, deine Sünden sind dir vergeben. Dafür, dass wir das nicht vergessen, haben auch wir heute noch die Fastenzeit. Wir sollten sie nutzen, uns daran zu erinnern, dass Christus selbst auf unendlich mehr verzichtet hat, nämlich auf sein Leben. Und zwar lange, bevor wir angefangen haben, auch nur ein Stückchen Schokolade weniger zu essen. Wir tun also kein gutes Werk für Gott, wenn wir uns die kommenden Wochen am Fasten beteiligen, sondern das Fasten kann uns helfen, unsere Lage wieder neu und realistisch einzuschätzen. Fasten ist niemals gegen etwas oder gegen jemanden gerichtet.
Es ist auch keine subtile Form der Selbstkasteiung, um religiöse Perfektion zu erreichen. Fasten ist immer für etwas angelegt, sei es ein innerer Klärungsprozess oder das Klarwerden über Beziehungen zu anderen Menschen, zu Gott oder zu sich selbst. Wie könnte das jetzt für uns praktisch aussehen? Eine Möglichkeit wäre, sich bewusst zu machen, in was für einem Luxus wir hier leben. Wir haben den Luxus, uns auszusuchen, auf was wir in der Fastenzeit verzichten wollen. Und selbst dann geht es uns immer noch sehr gut. Vielleicht können wir die Fastenzeit nutzen und der Frage nachgehen, was wir durch unser Konsumverhalten hier im Leben anderer Menschen in anderen Teilen der Welt anrichten oder Gutes tun. Nehmen wir uns ein Produkt vor, das wir daheim haben, und verfolgen mal seinen Weg zurück. Forschen nach, welche Spuren es wo in der Welt hinterlassen hat und ob dies Gutes getan hat oder jemandem Schaden zugefügt. Gab oder gibt es Schäden, sollten wir verantwortlich handeln und die für uns nötigen und möglichen Konsequenzen daraus ziehen. Andere Möglichkeit wäre, die Fastenzeit zu nutzen, um sich mehr Zeit für Gottes Wort zu nehmen. Sei es die Losungen oder die täglichen Impulse der Fastenaktion 7 Wochen ohne zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken. Oder eher mit etwas Praktischem, sich zu überlegen, ob man sich hier in der Gemeinde einbringen möchte. Vielleicht ein kleines bisschen, so ab und zu. Oder auch mehr. Vielleicht mal einen Kurs besuchen, wie wir Abendmahl zelebrieren. Oder was bei der Leitung eines Gottesdienstes zu beachten ist. Auch hier gibt es für jede und jeden eine passende Aufgabe. Und all dies kann unsere Beziehung zu Gott verstärken, festigen oder erneuern. Nachher beim Abendmahl könnt ihr, wenn ihr es möchtet, ein Aschekreuz auf die Stirn oder auf den Handrücken gezeichnet bekommen. Die Asche ist ein Symbol für unsere Vergänglichkeit, ein Symbol der Buße und Demut. Das Kreuz jedoch ist das Zeichen der göttlichen Liebe und Vergebung. Das Zeichen Jesu Christi, der für uns in den Tod gegangen ist und unsere Sünden auf sich genommen hat, damit wir frei sein können. Wer sein Aschekreuz später nicht abwischt, sondern mutig damit auf die Straße geht, setzt ein sichtbares Zeichen der Buße, der Umkehr und des Neuanfangs zur Ehre Gottes. Ich möchte die Predigt nicht enden lassen, ohne an den Bibeltext zu erinnern, daran, dass die Heuschreckenplage damals zu Ende ging. Gott erhörte sein Volk, hatte Erbarmen und sprach: Seht, ich sende euch Korn, Wein und Öl, damit ihr euch daran sättigen könnt. Ich gebe euch nicht mehr der Schande preis unter den Völkern. Und etwas später steht noch eine wunderbare Zusage. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über aller Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Möge Gott uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen, unsere zerrissenen Herzen heilen und uns fähig machen zu einem Neuanfang. Amen. Amen.